Es kommt Nummer 6. Final Fantasy. Tactics 12. Moment. Nein, Final Fantasy 12. Tja, warum habe ich Tactics erwähnt? ja, ich möchte dieses Spiel eigentlich ganz, ganz wenig mit Final Fantasy in Verbindung bringen, weil ich der Meinung bin, dass nach 9 dieser ganze Final Fantasy-Kram ein bisschen aus der Bahn gelaufen ist. Mittlerweile ist es einfach nicht mehr so der Renner. Ist es natürlich nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt darüber haten, wie ihr wollt. Jedoch muss ich sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von Squeenix und wünsche mir doch ein wenig die alten Zeiten von Squaresoft. Diese wird es leider aber nicht mehr geben, deswegen sage ich dennoch, Squeenix Final Fantasy 12 war meiner Meinung nach super. Es war kein Final Fantasy. Schon allein hat man es gesehen, dass es dieses Rundenbasierende nicht mehr gab. Es war natürlich anfangs eine Enttäuschung, aber wenn man sich so im Nachhinein klar macht, okay, das ist kein Final Fantasy 12, das ist kein Final Fantasy, dann und es als anderes Spiel sieht, dann hat das Spiel richtig gerockt. Richtig gerockt. Die Animationen, boah, die Kämpfe, die diese MMORPG-ähnlichen Kämpfe, die waren genial. Sau Spaß gemacht. Richtig coole Idee. Die Monsterkämpfe, die Monster-Huntings, wo man gewisse Monster von Steckbriefen gejagt hat. Sau Laune gemacht. Da gibt's einfach gar nichts. Ein Minuspunkt hat das Spiel. Was es aber für mich jetzt nicht unbedingt schlechter macht, das war nur ein, kleiner, ein etwas größerer Nervfaktor, und zwar Vaan. Vaan, der Held, so denkt man zumindest, wenn man anfängt zu spielen, der Geschichte. Ich habe ja in Final Fantasy X Tidus gehasst wie die Pest. Einfach weil es dieser Sunny Boy war und oh, leck mich, er hat einfach nichts auf dem Kasten gehabt, so richtig. Also, er hat mich einfach nur genervt an dieses Gemeine und bla. Okay, jetzt haben wir hier Vaan. Vaan ist, glaube ich, sogar jünger als Tidus, das heißt, der Niveau-Pegel ist bei mir noch ein bisschen weiter runtergegangen als bei Tidus, unglaublich. So, jetzt haben wir hier diesen Vaan, der kann einfach gar nichts und ist einfach dumm und du würdest ihn je. Kommentar, den er abgibt, einmal schön die Faust ins Gesicht packen. Aber er ist da und du kannst ihn nicht ignorieren. Aber irgendwann kommt Balfier. Balfier ist der wahre Gott dieses Spiels. Alles, was er sagt, die ganzen Texte, die ganzen Passagen und die Zwischensequenzen, die sind so Hammer, wo du dich teilweise echt Ast ablachst. Und in den Kämpfen habe ich grundsätzlich ihn oder das Hasenmädchen genommen. Andere Charaktere sind mir gar nicht da mal, habe ich da gar nicht mehr genutzt. Also vor allem nicht Vaan. Alles nur, jeden nur nicht Vaan. Vaan war irgendwann mal einfach out. Den habe ich nicht mehr benutzt, der war scheiße. War manchmal dennoch dabei, aber ja, wie gesagt, ich hasse Vaan. So, das zu Final Fantasy 12. Wow. Jetzt kommen wir zu Platz 5. Final Fantasy 8. Oh mein Gott, er geht weiter mit Final Fantasy. Ja, der Achter. Damals ausgiebig gezockt. Heute liebe ich ihn noch. Rum, rum, Drache. Oh mein Gott. Vor Bahamut. 9999 alle tot. Oh mein Gott. Ja, rum, rum, Drache. Es war so eine Hassliebe. Ich habe bei ihm gelevelt und ich habe ihn verflucht. Nichtsdestotrotz, das Spiel hat Saulaune gemacht und hatte extrem geile Ideen drauf. Und auch so das Ganze, so die Welt und ja, auch die Geschichte war awesome. Das ganze Spiel war Hammer. Punkt. Charaktere habe ich keinen gehasst. Viele haben Remora gehasst. Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Okay, mein Lieblingscharakter war Selphie, falls es jemand interessiert. Die war irgendwie so herrlich durch. Wer es vielleicht noch kennt mit dem, was war es denn nochmal, mit der Raketenbasis. Diese Szenen, die waren einfach königlich. So,
Aber so viel zu Final Fantasy 8 und das war Platz 5. Das heißt, wir sind bei der Hälfte. Oh, nochmal kurz ausruhen. Hoch die Arme. Ein paar Übungstraining. Gleich die Musik an. Sonntag Walk Gymnastik. Yeah. Okay, gut. Wir sind fertig. Es geht weiter. Und zwar auf Platz 4. Persona 3. Wow. Persona 3. Muss ich dazu sagen, habe ich erst vor kurzem, das heißt so im Januar durchgespielt. Oder aus März oder April. Ich weiß nicht mehr, also so Anfang dieses Jahres habe ich Persona 3 durchgespielt. Einer der wohl epischsten Endbosse überhaupt. Ich möchte aber zu Persona an sich gar nicht so viel sagen, auch nicht zeigen, wie es ihr vielleicht an den Bildern sieht, weil Spoilergefahr extrem hoch ist und wirklich die Laune verderben kann. Deswegen, also alle, die Persona spielen, vermeidet solche Bilderseiten oder Google oder überhaupt irgendwelche Seiten, die mit Persona zu tun haben, weil die Spoilerrate ist so hoch, du kannst dir im 0,0 nichts das Spiel miesig machen und du hast keinen Bock mehr drauf. Und das wäre schade, denn Persona 3 war awesome. Die Charaktere, awesome. Die Kämpfe, awesome. Knarre an die Leber und an die Schläfe, meine ich. Nicht an die Leber. Knarre an die Schläfe und Peng und Summon irgendwie und Bam. Und oh, es hat so Spaß gemacht. Jedes Mal. Nur wegen dieser Animation, ja. Die Dungeons waren extrem grindlastig, aber ich habe mich dennoch mit angefreundet und es irgendwann war das so egal, dass man immer wieder das Gleiche gemacht hat und später wurde man dafür richtig, richtig belohnt. Es war awesome. Awesome, einfach wow, dazu gehe ich gar nicht näher ein. Super. Das war aber Platz 4. Jetzt kommen wir zu Platz 3. Und was könnte Platz 3 sein? Platz 3 ist Chrono Trigger. Gleich vorne weg. Ich habe den PlayStation-Teil Chrono, ich weiß gar nicht mehr, Chrono Cross nie gespielt. Leider. Ich werde es auch noch irgendwann nachholen. Aber im Moment ist auf Platz 3 für mich Chrono Trigger. Muss man dazu viel sagen. Man schaut die Charaktere an, man denkt sofort an eine Serie. Dragon Ball. Ja. Gleicher Zeichner, und zwar Akira Toriyama, hat die Charaktermodels designt. Und das sieht man auch eindeutig. Aber das hat diesem Spiel erstmal diesen Flair gegeben, diesen Dragon Ball Flair sozusagen. War ein netter Nebeneffekt, aber deswegen ist das Spiel nicht so klasse. Die Story ist Hammer. Hammer. Das Spielsystem war genial. Also es ist an sich ein rundenbasierendes RPG. Nicht mehr weltbewegendes. Aber das Spiel hat massig Laune gemacht. Oh mein Gott, hab ich dieses Spiel gesüchtet. Anfangs habe ich es irgendwann mal hier so in der Mitte beiseite gelegt. Da habe ich gedacht, hey, warum hast du das eigentlich beiseite gelegt? Ich kenne vielleicht irgendjemanden. Ja, ihr habt dein Spiel, das ist awesome. Ihr zockt es und irgendwann kommt irgendwas dazwischen. Sei es Schule oder sei es Arbeit oder sei es Stress mit der Ollen oder sonst was. Und ihr vergesst auf einmal dieses Spiel weiterzuspielen. Oh mein Gott! Ihr vernachlässigt euer virtuelles Leben, euer VL. Weniger RL, mehr VL. Nein, das möchte ich damit nicht sagen. Aber sowas passiert halt. Ich meine, es ist auch nicht schlimm. Jeder hat ein Leben und kann sich nicht nur auf Computerspiele konzentrieren, zumal die ja eigentlich eher der Belustigung und der Unterhaltung dienen. Wobei manche mittlerweile schon so epische Stories haben, dass man die so schon als Gehirnfutter bezeichnen kann. Aber nichtsdestotrotz, Chrono Trigger hat dieses Etwas, wo ich immer wieder suche.
und selten nur noch finde, gerade bei heutigen RPGs, was ich ziemlich, ziemlich schade finde. Aber nun gut. So viel zu Chrono Trigger, Zeitreisen und so weiter. Hammer, Hammer, Hammer. Richtig Spaß gemacht. Und jetzt Platz Nummer 2. Und was ist die 2? Die 2 ist bei mir Final Fantasy 9. Was? 9? Oh mein Gott, diese Kiddies! Die ganze Kiddie-Grafik und alle voll klein und niedlich. Oh mein Gott, was will der von uns, Mann? Ich meine, hat der kein Niveau? Oh, verdammt. Doch. Dieses Spiel protzt nur von Intrigen und Hass und Schuldgefühle und Trauer und es ist lustig, du kannst lachen, du kannst weinen, du bist wütend. In dieses Spiel, also das hat 8 bei mir nicht geschafft, wohlbemerkt, ja. Die Teile davor ebenfalls nicht, also ich mag Final Fantasy, aber ich muss sagen, die 2D-Teile sind dann doch recht, ja, was soll ich denn dazu sagen, recht okay. Gut, sie sind recht okay, ja. Die haben Spaß gemacht, ich geb's zu. Der DS-Teil war auch nicht schlecht. Aber, da hat was gefehlt. Und genau das kriegst du in Final Fantasy 9 und Sakaguchi, der Final Fantasy Erfinder, der leider jetzt nicht mehr dabei ist, was man auch extrem bemerkt hat, dieser hat in 9 quasi sein Ziel, wie ein Final Fantasy sein sollte, erreicht. Und das hat er selber in einem Interview gesagt. Und ich kann es nachvollziehen, dieses Spiel ist Wahnsinn. Die Charaktere, Wahnsinn. Die Gegner, Wahnsinn. Die Kämpfe, Wahnsinn. Es hat einfach alles gestimmt. Das System, die Idee, Mana wieder zu nutzen, um das Ganze, diesen Rollenspiel typischen Ansatz wieder zurückzugeben. Anfangs fand ich es scheiße, hab gedacht, hey, nach 8 so, ey, ist ein Scheiß, jetzt kann ich ja gar nicht mehr unendlich Zauber auf den Gegner ballern und was ist da los, voll assi. Dann aber wurden mir die Augen geöffnet. Mein Gott, war das genial. Das war, da musste man auf einmal mit Taktik her, man konnte nicht mehr einfach so bam, bam, bam oder ich mache jetzt mal hier mein super extrem Assi-Move, ja, und damit ich alle 10.000 mal 9.999 abziehen kann. Nein, da war Taktik gefragt. Auch wenn man viele Attacken extrem stark machen konnte, man musste erstmal wissen, wie. Und dann habe ich dieses Spiel zu fast 100% geschafft. Ein Punkt, den ich nicht gemacht habe, war Excalibur 2 für Steiner zu holen. Weil es einfach, ich hatte A, keine Lust und B, glaube ich, dass es extrem hart und extrem unmöglich ist. Zumindest in der PAL-Version, wie ich, glaube ich, mal gelesen habe. Und die habe ich ja. Also wäre das nicht. Für mich sind das 100%, die ich geschafft habe. Ich habe nämlich auch den versteckten Boss gekillt. Ich weiß jetzt, Yadis. Auf Englisch, glaube ich, Osma. Dieser Kampf hat mir so viel gegeben. Leck mich am Arsch. Er war so spannend. Ich werde den noch in 10.000 Jahren, also ja gut, so lange lebe ich nicht mehr, in 9.000 Jahren werde ich den noch im Kopf haben. Was, ich lebe 9.000 Jahre? Ja, ich lebe 9.000 Jahre. Okay, vielleicht in 10 oder 9. Nichtsdestotrotz, ich liebe dieses verdammte Spiel. Und jetzt fragt ihr euch, okay, du liebst das Spiel so abartig. Was bitte kann dieses Charakterdesign, diese genialen Gegner, diese geniale Geschichte eigentlich noch toppen?